Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich aus meiner Psychotherapiepraxis wieder zur Märchenstunde. Diesmal geht es um eins meiner Lieblingsmärchen. Ich versetze mich nur ein bisschen, nee, so wollte ich mich eigentlich versetzen. Es geht um eins meiner Lieblingsmärchen, nämlich Rapunzel. Ich werde es jetzt wirklich, ohne es nochmal nachgelesen zu haben, so aus dem Ärmelbeuteln. Einfach so, wie ich es in Erinnerung habe, wenn du das authentische Grimmsche Märchen oder was auch immer nachlesen willst, so sei dir das gestattet, dann mach das doch bitte. Aber wer jetzt meine Version hören will, der bleibt einfach dran und danach kommt auch wieder meine Interpretation. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es interpretiere. Ich erzähle mir das Märchen jetzt sozusagen selbst auch nochmal. Es gibt ja andere Dinge, an die ich so tagsüber denke, als an das liebe Rapunzel in seiner Not. Aber irgendwie, ich hatte eine Märchenschallplatte, weißt du, was ich meine? Und da habe ich rauf und runter Rapunzel gehört. Also ich höre so direkt in meinem Ohr, wenn ich zurückdenke, die Stimmen der Märchenschallplatten-Sprecher und Sprecherinnen. Und das war wirklich etwas, womit ich mich eingehend beschäftigt habe. In meiner frühen Kindheit. Ja, los geht's. So wie man heute im Videos guckt. So hat man damals Märchenschallplatten gehört. Anno dazu mal. Also es war mal ein Mann, eine Frau, die Frau war schwanger und sie hatte, so wie viele schwangere Frauen, wahnsinnige Gelüste. Sie hatte ein Craving, das heißt so ein richtiges Verlangen nach Rapunzeln, also nach, in Österreich sagt man dazu, Vogelsalat, nach Rapunzeln. Und diese Rapunzeln gab es ausgerechnet im Nachbarsgarten. Nun war aber ein Haken dran. Der Mann hatte der Frau schon mehrmals in ihrer Gier die Rapunzel gebracht, denn sie hatte gesagt, ich muss sterben, wenn ich die Rapunzel nicht bekomme. Mich verlangt so nach diesen Rapunzeln. Und der Mann war also unter dem Pantoffel gewesen, offensichtlich dieser Frau, und hatte dieser dominanten Frau die Rapunzeln gebracht. Ich muss hier kurz nur mal Ordnung machen. Das ist ein Buch von mir, ein alter Roman von mir. Den habe ich doch tatsächlich mit... zeige ich ihn dir aber wirklich. Den habe ich dann tatsächlich mit 16, 17 geschrieben und ja, und dann wurde er veröffentlicht, ich glaube so 10 Jahre später, der lag da in der Schublade. Also wenn dich mal meine Romane, meine Bücher interessieren, manche sind schon vergriffen, manche kann man auch noch auf Amazon bestellen, da mache ich gerne mal ein Video dazu. Das war jetzt nur Zufall, weil das hatte hier unter diesen Büchern nicht verloren. So, weiter geht's. Also, der Mann hatte zum dritten Mal Rapunzel gestohlen, stell dir das vor, und da wurde er von der Nachbarin, der Zauberin, der bösen Zauberin, dabei ertappt. Und sie erschien ihm im Garten und sie sagte, hey du, was wagst du da, meine Rapunzel zu nehmen? Und der Mann ganz klein, laut, oh, das tut mir so leid, aber meine Frau... Er redete sich natürlich auf seine Ehefrau aus, wie es viele Männer machen, muss man ja ehrlich sagen. Ja, es tut mir so leid. Und er versuchte Abbitte zu leisten, aber die Zauberin war auch so eine... mit so eine Emanze, wollte ich sagen. Im schlechten Sinne, es gibt ja auch emanzipierte Frauen. Im besten Sinn des Wortes war das fast so eine richtig eine mit Haaren auf den Zähnen, weißt du, was ich meine? Und die schrie den Mann an und machte ihn so runter und sagte... gut, du hast die Rapunzel genommen, dafür bekomme ich dein Kind, euer Kind. Der Mann, ja, er zog den Schwanz ein und ging. Von hinnen nach dannen, sagte der Frau nichts. Und als das kleine Mädchen geboren war, kam die Zauberin und fackelte nicht lange, nahm es einfach mit, ohne Adoption und so weiter. Blöd gelaufen, ne? Das Mädchen wurde dann in seinem zwölften Lebensjahr, in den Turm, in den türlosen Turm gesperrt, eingeschlossen. Und da saß es oben im Turmfenster und sang seine traurigen Lieder. Und die Nahrungsmittel, die es natürlich brauchte, um am Leben zu bleiben, die bekam es durch keine Tür, denn es gab ja bekanntlich keine Tür in diesem schrecklichen Turm, in diesem Verlies, sondern die Zauberin kam immer wieder und sagte, Rapunzel, lass ein Haar herunter. Und dann ließ das Mädchen seine langen Haarflechten hinunter. Ich dachte mir immer als Kind, wie geht das, wenn ich mein Haar runterlasse, dann die Zauberin da hochklettert, dann zieht mir ja den Kopf hinunter, ja, dann reißt mir ja fast den Hals aus. Aber offensichtlich war das Haar da irgendwo umwickelt bei einem Haken oben, keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich habe mich das mein halbes Leben lang gefragt, vielleicht weißt auch du die Antwort, dann schreib es bitte in die Kommentare. Scherz am Rande. Du weißt, ich mag Humor, denn da entspannt man sich automatisch, wenn man wirklich lachen kann. Und wir üben uns ja hier auf diesem Kanal auch in Leichtigkeit, so hoffe ich doch. Ja,
Dieses Märchen widme ich übrigens jemandem, das habe ich noch vergessen zu sagen, der lieben Janina Scheril. So, grüezi miteinander. Ja, die Zauberin kletterte hoch, gab dem Rapunzel was auch immer, wahrscheinlich Rapunzel zu essen, mit Kernöl. Das ist übrigens ein Öl, das es in der Steiermark gibt. Das ist das Bundesland, in dem ich lebe. Also gut marinierte Rapunzel oder was auch immer. Und dann verschwand sie wieder. Und das Mädchen war da allein und sich selbst überlassen und sang seine traurigen Lieder. Plötzlich hörte ein durch den Wald reitender Prinz den traurigen Gesang der im Turm eingeschlossenen Schönheit. Und er kam näher, er stieg vom Pferd und er beobachtete dann hinter einem Baum stehend die Zauberin, wie sie wieder ihren Spruch rief. Und Rapunzel dann tatsächlich das Haar runterließ und die Zauberin hochkletterte. Und der Prinz machte es, nachdem die Alte verschwunden war, dann gleich. Und er rief dann auch, Rapunzel, lass sein Haar runter. Und das Mädchen ließ sein Haar runter. Und diesmal stieg aber der Prinz an den schönen Flechten des Mädchens hinauf. Flechten, so ein Wort aus dem Text der Märchenschallplatte. Ja, und ich dachte immer, das Mädchen hatte so einen Zopf geflochten und deswegen flechten und ließ das irgendwie runter, keine Ahnung, damit die Zauberin besser wie an so einer Leiter hochkam, wenn das so gekringelt war. Frag mich nicht, schlag mich tot, ich weiß es nicht. So, der Prinz war dann oben, sie verliebten sich, sie küssten sich, die Zauberin kam dahinter. Was tat sie, als der Prinz wieder weg war? Er hatte ja dann das Mädchen retten wollen. Wieso nahm er sie eigentlich nicht gleich mit? Keine Ahnung. Jedenfalls, die Zauberin schnitt dem Mädchen seinen ganzen Stolz die Haare ab. Das sind wir auch schon ein bisschen bei der Deutung. Und nahm ihr sozusagen die Weiblichkeit und setzte sich dann selbst in den Turm, bestrafte das Mädchen, schickte es in die Wüste. Und ja, Mädchen war dann weg, Rapunzel war weg und, also Rapunzel heißt es nach den Rapunzeln, das ist klar, das vergaß ich noch zu sagen, aber ich glaube, das liegt auf der Hand. Dann kam der Prinz, wollte seine schöne Braut abholen und rief, Rapunzel, lass dein Haar runter. Die Zauberin ließ die oben festgebundenen, abgeschnittenen Haare runter. Der Prinz kam hoch, erschrak so schrecklich, dass er wieder runtersprang und sich dabei im Gebüsch die Augen zerkratzte und erblindete. Und dann irrte er blind durch den Wald und suchte nach seiner Liebsten, nach dem Rapunzel und stand natürlich unter dem Fluch der Zauberin. Und Rapunzel gebar Zwillinge dort, wo sie war. Also das heißt, es hatte schon bei der ersten Vereinigung, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also bei der ersten Begegnung, zwischen Prinz und Rapunzel Sex gegeben. Also frag mich nicht, wie der da ins Turmfenster, wie der da hindurchgekommen war und wie, ob es da eine Matratze oder gar ein Wasserbett gab. Vielleicht war das ja schön eingerichtet. Vielleicht hatte die Zauberin eine Freundin, die Innenarchitektin gewesen war. Frag mich nicht, das weiß ich alles nicht. Jedenfalls hatte sie Zwillinge geboren und als der Prinz sie endlich fand, durch ihren schönen Gesang wiederum angelockt, da weinte sie und weinte vor Freude über das Wiedersehen und die Tränen benetzten seine Augen und er konnte wieder sehen und Happy End und sie heirateten und wenn sie nicht gestorben sind, so lebt sie heute noch. Ach, ist das nicht schön. Mal nachwirken lassen. Also nochmal, das Märchen ist gewidmet euch allen natürlich, aber besonders der lieben Janina Scheril. So, hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Die Interpretation ist hier, glaube ich, gar nicht schwierig. Was sagst du? Also ich habe das Gefühl, da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten wie bei anderen Märchen. Natürlich sieht man dieses ungleiche Verhältnis, asymmetrische Verhältnis zwischen Mann und Frau. Mann kann sich nicht durchsetzen, Frau setzt sich durch, instrumentalisiert den Mann, der holt wiederum den Salat für die Frau. Vielleicht hast du auch solche Eltern gehabt, wo dein Vater sich nicht getraute, gegen irgendwelche Wünsche der Mutter was zu sagen oder umgekehrt. Kann ja auch andersherum sein, dass eben die Frau unter der Fuchtel oder unter dem Pantoffel des Mannes steht. Ja, und der Mann redet sich dann auf seine Frau aus und die Zauberin, was ist die Zauberin? Eine Psychotherapeutin ist es bestimmt nicht gewesen, sondern die Zauberin ist einfach sozusagen das schlechte Gewissen, das Über-Ich, das Strenge des Mannes, das ihn dann sofort verflucht und eben ihn bestraft. Nämlich ihm das Liebste, nimmt sein Kind, das noch nicht mal geboren ist zu dem Zeitpunkt. Und wenn das Mädchen jetzt kurz an der Schwelle vor seiner sexuellen
Entwicklung vor seiner Sexualität, also vor dem Frausein, ist, wird es in den Turm eingemauert. Turm ist ein Phallus-Symbol, also Symbol eines männlichen Geschlechtsteils, würde der gute alte Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, sagen. Das nur am Rande erwähnt, das Mädchen ist dann sozusagen von seiner eigenen Lust, seiner sexuellen Befreiung weggeschlossen, sodass es eben sich nicht als Frau entfalten kann und auch der Zauberin nicht bedrohlich werden kann. Zauberin ist ja selber eine Frau, Zauberin, und möchte eben nicht diese Konkurrenz haben. Das erinnert mich wiederum an Schneewittchen, wo eben die Stiefmutter in den Spiegel, in den Zauberspiegel sagt, wer ist die Schönste im ganzen Land. Dieses Problem dürfte die Zauberin im Märchen Rapunzel ebenso haben. Und vielleicht ist sie ja eine Cousine oder Schwester von der bösen Königin, der Stiefmutter in Schneewittchen. Wie auch immer, jedenfalls folgt die Strafe auf dem Fuße, nachdem die beiden jungen Leute Sex hatten, kommt die alte, das ist das schlechte Gewissen, die Moral, die Tugendhaftigkeit. Die beiden sind ja unverheiratet gewesen, also es geht doch gar nicht, no go, und sofort wird bestraft. Und in manchen Kulturen ist es ja noch immer so, dass man sozusagen als Jungfrau in die Ehe gehen muss und erst nach der Eheschließung sexuell aktiv, also Geschlechtsverkehr haben darf, sexuell aktiv sein darf in diesem Sinne. Ja, und dann, da geht es also ganz viel um moralische Regeln und Verbote, Tugendhaftigkeit und diesen Dualismus wieder von guten und tugendhaften und schlechten, bösen, frevelhaften, sündhaften Verhalten. Ja, das Ganze mag auch religiös imprägniert sein und schließlich und endlich siegt aber dann, wie immer, die Liebe. Gott sei Dank, und die beiden Liebenden finden sich wieder und er wird wieder sehend, kommt aus der Dunkelheit heraus. Was mit den Eltern wird, interessiert uns eigentlich gar nicht mehr, weil die haben sich so daneben benommen. Vater und Mutter waren ja nicht wirklich stabile Eltern, die jetzt verantwortungsvoll gehandelt haben, sondern der Vater hat einfach aus Angst vor den Vorwürfen seiner Frau Rapunzel gestohlen und dann sogar sein Kind der Zauberin versprochen gehabt, einfach um den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Vielleicht hattest du auch einen Vater, der dich verraten und verkauft hat, einfach um keinen Stress zu bekommen. So könnte man das eigentlich auf Familiensysteme von heute auch ganz gut übertragen. Manche Eltern scheuen es einfach, für dich und auch für die Wahrheit einzustehen, weil sie sich unbequem vorstellen und sie bedenken dann nicht, welche traumatischen Konsequenzen das für dich hat. In diesem Sinne, das war eine mögliche Interpretation dieses Märchens Rapunzel. Wie gesagt, ein Lieblingsmärchen von mir. Vielleicht weißt du, was es mit diesen Flechten und mit diesem auf sich hat. Ich hoffe, trotz der Schwere des Märchens und auch der Interpretation, das ist ja eigentlich eine Tragödie, die ich dir da relativ flott und salopp erzählt habe, findest du dieses Märchen, nicht nur Märchen, sondern dieses Märchenvideo, dieses Video auch unterhaltsam, satirisch und humorvoll. Das ist sozusagen meine Absicht. Ich freue mich über deine Kommentare, deine weiteren Wünsche. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auch Ideen sind immer erwünscht, was man sonst noch auf diesem Kanal so machen könnte. Tschüss, freue mich auf dich.